Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon. Wie ihr seht, wir sind wieder angehalten worden. Wir sind immer noch im Aufzug. Und jetzt bis zur Spitze ist es nicht mehr weit. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Ich hoffe, du hast mein Pokémon. Ja, was heißt Pokémon geheilt? Eigentlich ist es schwachsinnig. Jody und Nate. Stalos und Lunschling. Okay. Dann machen wir erst, das nicht. Eigentlich ist es egal, wen wir als erstes machen. Aber schön, er hat uns geheilt, glaube ich. Während des Aufzugs. Der Aufzugfahrt, so rum. Weiter so. Stalos wurde besiegt. Ey, hätte ich irgendwie so eine Attacke, die zwei Leute gleichzeitig angreift, eine Feuerattacke und so, wäre das wesentlich einfacher. Das ist nicht so eingefecht. Oh nein, ich sprung wieder. Ich hätte erst Flunschlinke machen müssen. Okay. Machst du Eisenschädel. Ich krieg den ja eh nicht. Komm, geh auf Dingspunkt. Hahaha. Und er ist paralysiert. Sehr schön. Hast mir das ja gespart. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Flummschling wurde besiegt. Ich weiß, das war früher mal ein Boden-Pokémon. Aber jetzt ist, glaube ich, Bodenstahl oder sowas. Shit. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Wie viele denn noch? Wir müssen an ihr vorbei. Jetzt hast du schon wieder zu schnell gedrückt, verdammt. Ich denke immer, dass sie halt so Nonsens labern. Jetzt kann es nicht mehr weit sein, bloß nicht schlapp machen. Es tut mir leid, aber die haben gesagt, wir müssen an ihr vorbei. Das heißt, ich denke mal, die meinen Olivia. Und da steht die halt auf. Echt jetzt? Jetzt könnte ich abspeichern. Von mir aus. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Ist es also euch tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen? Und das offenbar ganz ohne große Mühe? Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Maika. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Ey, du bist irgendwie ganz voll creepy. Was ist denn los mit dir? Wo ist hier? Ein Schnee-Pokémon. Okay. Level 50. Aha. Irgendwie ist das schon ein bisschen lame, weil die alle jetzt mit so einem One-Shot gekillt werden. Ist ein bisschen blöd, ne? Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur mein Pokémon verletzen? Ja, das war ein bisschen einfach. Milotic. Pokémon wechseln? Ich weiß, dass Milotic ein Wasser-Pokémon ist. Ein sehr schönes Wasser-Pokémon sogar. Hatte ich noch nie im Team, aber auch noch nie irgendwie gefangen, weil man muss das, glaube ich, ein Barsch war oder so. Ein Barschuft mit Hilfe von einer komischen Sternschuppe oder sowas, keine Ahnung. Denn weiterentwickeln lassen bei Tag und es hatte so ganz, ganz, ganz komische Formen wieder, wie man es weiterentwickelt. Und ich habe halt nie diesen einen Fisch gefangen. Am Vierer. Und dann denke ich mir so, okay. Du schaffst das, Lulatsch.
Eigentlich müsste ich ihn umbenennen. Oh, die beiden würden sehr gut zueinander passen, muss ich sagen. Das hätte doch was. Die zwei passen auch ziemlich gut zusammen. Ihr Amphira und Lulatsch. Und Lulatsch wollte gelobt werden, darum hat er einen Volltreffer gemacht. Real. Ich glaube, das war ein Pflanzen-Pokémon, oder? Wie viele Pokémon hat die eigentlich noch, die Frau? Ach, die ist das. Die Pflanzen. Pippi. Einfach mal hier. Bohrschnabel, ich glaube, das müsste ausreichen. Weiter so. Eponitox. Pokémon wechseln. Eponitox ist Gift. Das heißt, er kann schon mal Tinkerbell nicht rein. Wir nehmen ihn. Ich glaube, Gift Unlicht oder so war der, ne? Wir haben den auch, das weiß ich. Das ist mein letztes Pokémon. Echt? Ich drehe gleich durch. Irgendwie wundert mich das gar nicht, dass du so einen Müllberg hast. Nur Gift, okay. Habe ich irgendwas, was effektiv? Psycho ist sehr effektiv. Aber Gift ist doch auch effektiv gegen Fee. Ach, passt schon. Komm, weil du es doch nicht anders willst. Nein! Oh, jetzt habe ich eine nicht effektive Attacke gemacht. Ist egal. Pflanze ist anscheinend nicht effektiv gegen Gift. Was soll's? Shit happen. Möchtest du etwas Großartiges vollbringen hier denn? Aha, was ich auch noch fragen wollte, hättet ihr Interesse daran, wenn ich noch die Afterstory spiele? Der hat ein Schiff bei sich und ein Hochhaus. Oder wäre das eher so egal? Dass er sagt, okay, bis zum Champ und das war's, das reicht. Das würde mich halt interessieren. Ich bin halt noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich die Afterstory jetzt machen soll oder nicht. Ich weiß nicht, King Louis, du bringst es gerade nicht so, ne? Ich zeig dir mal eine Attacke, mit der ich schon von meinem Imagewechsel erfolgreich war. Giga-Gestank. Das ist sehr effektiv und er ist vergiftet. Ist dein Ernst? Ernst? 140. Wie machst du das? Komm schon, Louis. Jetzt mach's kaputt, ey. So ein Volltreffer. Also entweder ist King Louis an sich nicht sehr gut. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich bin von Lulatsch und Xeno finde ich irgendwie besser als der Typ. Naja, was soll's. Das muss es eigentlich gewesen sein. Wäre traurig gewesen, wenn ich. Kann jemand jetzt bitte mein Pokémon heilen? War
verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Okay, die redet mit sich selbst. Aber wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Maika. Wie du dein Liberlo all die Tricks und Kniffe entlockt hast, ist echt der Wahnsinn. Hallo, mein Pokémon. Ist vergiftet. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich nicht einfach verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich gibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in die Zukunft liegt. Kann die Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir würden uns schon so lange darauf freuen. Dann verstehst du es immer noch nicht. Ich verstehe es einfach, dich einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten der Lichterglanz nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle erschaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, ich habe jetzt ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Auch ein Klimaproblem? Delion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Timiel auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Hopp. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Dam, dam, dam. Was hat denn der jetzt schon wieder vor? Ab Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selber antreten. Zieh du dir lieber mal eine anständige Hose an. Du bist Maika, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Ey, tun Sie ja nicht so, als wäre es gestern nichts passiert. Mein Partner Gotrum und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetan hat und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat sie zu diesem Check sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Und nun gut, klingt, als könnten wir ihr vertrauen, Maika. Oh. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Ja, so eine Pfeife. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen, ja? Gut, dann lass uns gleich losgehen. Ja, so eine Pfeife. Oh, Mann. Okay. Einmal abspeichern, bitte. Maika, mit wem starten wir eigentlich? Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat.
Los, melde dich an. Habe ich eine Wahl? Ich will erst gucken, was ich vorne habe. Wir nehmen aber lieber mal Tinkerbell nach vorne, weil sie relativ neutral ist. Sofern jetzt nicht irgendwie ein Elektro-Pokémon kommt. Nee, obwohl ein Elektro-Pokémon können wir ausdingsen. Wer wird wohl gewinnen? Die sind voll am Kreischen hier. Hallo Maika, wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern im Finalturnier an. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich den Champ gegenüber. Möchtest du im Wahl? Ja. Bitte gerne hier entlang. Sehe ich denn, gegen wen ich kämpfe? Ah, da sind sie ja. Wieso nur 7? Es sind doch 8. Ach, Ness macht doch. Ness macht auch mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Wasser-Uschi fehlt. Nee, die Wasser-Uschi ist da. Moment mal, es sind doch 8. Wir haben als erstes gegen den Pflanzentypen. Dann haben wir gegen die Wasser-Uschi. Dann haben wir gegen den Feuertypen. Dann kam... Ach, die Fee. Die gute Fee ist nicht dabei. Das kann ich mir noch nicht mal angucken. Die Eröffnungszeremonie des Finalturniers beginnt gleich. Begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Möchtest du? Ja. Aber woher sehe ich denn, gegen wen ich kämpfe? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch gemein. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dillion, euer Champ. Und ich erlaube mir mal, das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Gala-Region an diesem Wettkampf teilnehmen. Aber noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangt. Also dann genug geredet. Hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Kann ich jetzt sehen, wer als erstes gegen wen ich als erstes kämpfe? Halt! Wer ist das? Ich bin Bettys. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Bettys, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Bettys, das ist der Typ, dem den Liga-Präsident persönlich eine Empfehlung geschrieben hat. Ich habe nur eine Rechnung mit dir, mit Maika zu begleichen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Aber ich fordere hiermit, gegen dich antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Mal. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Bettys hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie fortgefahren werden soll. Glaubt mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist? Hast du dich mal angeguckt? Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Und jetzt stehe ich hier und erzähle dir den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat die Forderung des Einringens tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Was mag wohl sein Beweggrund gewesen sein? Etwa sein berühmter Traum, dass aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll? Oder wittert er hier eine Gelegenheit, das Können von Maika zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Nein! Ach. Gemeinheit! Hat er sich jetzt von... Oh. Es ist so gemein. Es ist so eine gemeine Sache. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Er ist Level 51. Lass mal ganz kurz gucken. Stahlfee. Aber auch nur, weil er ein
Obwohl, ich könnte auch Spazi reinnehmen, aber dann würde meine Stahlattacke nichts bringen. Eisenschädel. Du bist so ein Lappen, Alter. Ich hoffe, du weißt das. Und ein Gemeiner dazu. Kannst dich ja wie ganz andere bitte auch mal anmelden. Warte mal. Pokémon wechseln. Auf Spazi. Gardevoir ist Stahlfee jetzt. Ich habe zwar kein Gardevoir, aber das ist egal. Ich mach dich trotzdem fertig. Ich habe Stahlattacken. Und man kann ja so mal ein bisschen alle Pokémon versuchen reinzukriegen. Hat 80. Machst du den? Das ist sehr effektiv. Weiter so. Komm schon, du Lappen. Du hast jetzt nur noch Feen-Pokémon. Kann ich mir das vorstellen, dass du nur noch Feen-Pokémon hast? Ja, Lopper. Nee, weiterkämpfen. Aber eigentlich müsste Galoppa nur Psycho sein, oder? Oder geht's ins Fee? Du siehst aber auch ein bisschen aus wie My Little Pony. My Little Pony. Komm schon. Sehr effektiv. Weiter so. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, du hättest schon gewonnen, was? Ja. So ziemlich ja. Ich meine, du willst doch eh Dina maximieren. Gehst doch jede Wette ein. Wie spielst du eigentlich den Mann? Haben wir eigentlich schon immer mal gegen ihn... Nee, im Dynamax haben wir gegen den noch gar nicht gespielt, ne? Mal sehen, wie der seinen Ball wirft. Ich meine, hopp, wäre beinahe gestolpert dabei. Zeigen wir ihnen ein pinkes Spektakel. Zeit für Giga Dynamax. Celebrum. Ich frage mich, warum die im Prinzip nicht ihren Pokémon Spitznamen geben. Sieht mein Pokémon eigentlich auch so aus? Wenn es Tina maximiert? I don't know. So. Damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Also vorbei, aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Feen-Pokémon zeigen. Du bist eine Pfeife, bist du. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Maika und ihr überragendes Team haben Betsy in die Knie gezogen. Hey, Betsy hat gut gekämpft. Wir wollen ein Comeback als Trainer, gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren, damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an die Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen die alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arenaleiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren. Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Maika für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Dieser Auftritt von Bettys war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann begib dich... Kann man nicht irgendwie hier gucken? Muss ich jetzt echt aufpäppeln?
Ach, Moment mal. Sind die denn jetzt komplett schon geheilt? Tatsächlich. Dann speichern wir mal ab. Und gehen. Mal sehen, gegen, wen wir jetzt kämpfen müssen. Ich hätte ganz gerne so eine Auflistung. Wenn das so ein Turnier ist, hätte ich ganz gerne so eine Turnierauflistung. Wer im Prinzip jetzt gegen mich antritt. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier der Champs Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Maika, die berühmte junge Hoffnungsträgerin des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Okay, dann kann King Louie mal zeigen, was er kann. Du bist viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kilton gekämpft haben. Dylan ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und danach stoße ich Dylan vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Okay, ich habe ein Pflanzen-Pokémon und ich habe ein Elektro-Pokémon. Du hast Wasser-Pokémon. Kann Tinkerbell rein theoretisch auch gegen Tektas kämpfen? Sanja wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspülen. Ach, Alter, komm schon, lass mich doch mal machen. Käferwasser. Die hat auf jeden Fall effektive. Sehr effektiv. Warum nicht? Ich fange mit Dings an. Wegen dem Käfertypen. Schwertanz. Du kannst dich boosten, wie du willst. Du bist gleich down. Sofern du nicht schneller bist als ich, müsstest du jetzt down sein. Und war jetzt Schwertkampf so gut? Hat es dich weitergebracht, ja? Xeno-Level 77. Wahrer Kiefer, Pokémon wechseln. Wahrer Kiefer ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von unserem Hecht. Von Barracuda. Ich glaube, den habe ich Barracuda genannt, den Fisch, oder? Kann das hinkommen? Ich glaube schon. Barracuda. Es wäre jetzt sehr enttäuschend gewesen, wenn du jetzt nicht volle Power draufgehalten hättest. Du. Golking. Weiterkämpfen. Golking ist nur Wasser, kann aber auch Pflanzen attacken. Ich bin der Meinung, es ist nur 100% Wasser. Weiter so. Sogar ein Volltreffer gelandet, weil es gelobt werden will. Das ist der Beste. Ah, wahrscheinlich müssen wir dann noch gegen zwei andere, so nach dem Top 4 Pokémon wechseln. Ne, dass man gesagt hat, okay, Bettys ist jetzt der erste Arena-Leiter, dann kommt jetzt hier Kate und dann gegen noch zwei anderen. Und dann im Prinzip kommt der Champ. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir diese Top 4 im Prinzip jetzt auch mitgedingst, die wir ja sonst in den anderen Spielen hatten. Fängt an zu regnen. Aber verstärkt das nicht mein Elektro-Attacke? Hoffentlich können wir dann aber sehen, was die nächsten zwei sind. Das wäre nur fair.
Kalmalm. Pokémon wechseln, da gehe ich nochmal auf King Louis, weil Kalmalm hatten wir, haben wir ja selber gehabt und das ist ja Steinwasser. Das könnte, ja. Wenn er Pflanzenattacke ist, das glaube ich vierfach effektiv. Ein Pokémon habe ich noch, das Beste kommt zum Schluss. Ja, das bringt aber leider auch nicht. Jetzt geht's richtig ab, ey. Jetzt zerstören wir es, aber volle Packung. Drauf da. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Komm schon, Kalmann. Hatte die das eigentlich auch vorher schon? Als ich mit ihr gekämpft habe, so in ihrer Arena? Ich weiß nicht. Sieht aber schon aus wie so ein kleines Monster. Sie hat, wie viele Angriffe hat sie gemacht? Sie hat Schwertanz mit ihrem Tektas und danach nicht ein Angriff, oder? Ich fasse es nicht. Du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Maika hat gewonnen. Sie hat es schon wieder geschafft. Sie hat Kate bezwungen. Genau wie bei der Arena Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer. Fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sanja vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von der Begeisterung umspülen. Lass dich auf die Welle ihres Applaus zum Ziel tragen, bis du vor dem Schelm stehst. Es folgt eine kurze Pause, dann sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Okay, okay, okay. Ich muss gegen Kampf-Pokémon. Okay. Krieg ich hin. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Danach heißt es Kampf-Pokémon. Ja, den kann ja dann unsere Fee im Prinzip denn vorne bleiben. Aber gut zu wissen. Ist er jetzt eigentlich komplett geheilt? Tatsache, die heilen das Ding immer wieder. Wie geil ist das denn? Pokémon? Tinkerbell ist vorne, weil sie hat Psycho-Attacken. Damit kann jetzt hier die Kampfsuse einpacken. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part sehen wir uns vielleicht mit dem Finale wieder. Aber ich kann da echt nicht drauf gucken. Das ist so krass. Und ja, dann machen wir die Kampfsuse fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir gegen Ness oder gegen Roy ankämpfen müssen. Ich bin gespannt. Bis dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.